So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Majora's Mask. Und wir sind endlich... Endlich unsere Ocarina wieder. Und würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück zum Maskenkenner. Und befreien uns von dem schrecklichen Fluch. Hast du den Kobolds Instrument abgenommen? Oh, oh! Du hast sie! Du hast sie! Du hast sie! Du hast sie! Und wo zum Geier kommt jetzt diese riesen Orgel her? Dann hör mir zu, bitte spiele dieses Lied nach, das ich dir vortragen werde. Präg es dir gut ein. Spiel mir nach. Okay. Bingo. Oh, ist das schön. Das Lied der Befreiung. Diese Melodie hilft gegen böse Magie, unruhige Geister, indem sie Masken verbannt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut, zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte ich nicht, denn der Zauber ist in ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du dir eine freudige Form. Nimm die Maske wieder um dich. Zurück zur Wand. Jetzt können wir uns jederzeit in ein Deko und in unsere normale Form zurückverwandeln. Jetzt habe ich nämlich noch eine Aufgabe in der Stadt. Ich will nämlich zuerst das Notizbuch finden. Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist an der Zeit, deinen Teil des Versprechens zu lösen. Ja. Er will Majora's Mask, aber wir haben Majora's Mask denn nicht. Sag bloß. Meine Maske. Du hast sie zurückbekommen? Oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Majora's Maske. Ihr habt den Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über diejenigen, die die Maske trägt. Wenn man den Legenden Glauben schenkt, war das Unglück, das durch die Majora's Mask gerichtet wurde, so groß. Da ist die Urfeder, die aus Angst vor einer größeren Katastrophe gefinst ist, versichert nur weitere Lebensbau zu eitel. Doch der Stand unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte dieser Maske in der Wohnung. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenhohe Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen meine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Ja, der Horror Kid. Ich flehe dich an, du musst die Maske bald wieder beschaffen. Und wie schrecklich wird passieren. Ich flehe dich an, ich flehe dich an. Du musst es schaffen.
Wirklich? Wirst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst es. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Ja, und damit sind wir mit unserer Hauptquest vertraut. Wir müssen nämlich die Majora's Maske wieder beschaffen. Das ist der Hauptbestandteil des Spiels. Diese Maske. Das Horrorkind missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. So, da bin ich wieder. Sorry, aber die HDP-Folge hat gerade kurz abgeschmiert. Diese Maske, das Horrorkind missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Kostet es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean, der Canyon, was wollte T uns damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meint er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung, wenn er nur rasch. Nur rascher zum Punkt kommen würde. Du sollst einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor, Fahrt durch die Sümpfe. Ja, das machen wir gleich. Erstmal müssen wir noch mit den Bomberkids reden. Zu diesen vier, dazu kommen wir noch später. Werde ich euch noch erklären. So, diese Eule können wir jetzt mit unserem Schwert hier aktivieren. Und sie gibt uns natürlich einen Rat. Du kannst deinen Fortschritt speichern und dir auf. Du kannst deinen Fortschritt speichern und dir aufführen. Willst du die Datei nochmal? Die zeigt an, dass du mein. Ja, an diesen Speicherpunkten können wir nicht das Spiel speichern. Zwischenzeitlich, damit wir nicht das Spiel durch das Lied speichern müssen. Ist sehr praktisch. Ja, und dann beendet sich das Spiel und wir können quasi ab dem Punkt mit der Eule dann weitermachen. So, jetzt habe ich das mal gezeigt, wie das geht. Und wir sind wieder hier. So, ja. Jetzt geht's nämlich zu den Bomberkids. Und das lustige Versteckspiel noch einmal spielen. Ach, wartet mal, ich glaube, jetzt brauchen wir erst hier den. Ach nee, wartet. Richtig, habe ich ja vergessen. Die Maske müssen wir, können wir benutzen dafür. Oh, ist mir noch eingefallen. Alter, die Augen, ey. Ist ja heftig. Und da oben war gerade ein Herzteil, das werde ich mir auch gleich holen. Müsste mit normalen Link zu schaffen sein. So, und jetzt nehme ich die Maske ab. Weil so vertrauen uns die Dicke-Brüder nicht. Nur in Menschenform. So, das Spiel machen wir erstmal. Hast du in den Ball getroffen? Wow! Hey, wenn du willst, mache ich dir gleich mit zu Wand mit Bomber. Aber um mit Lizebomber zu werden, musst du den Test bestehen. Versuch doch mal. Bist du bereit? Hier. Auf dann los! Ja. Das gleiche wie im ersten Part. Wir müssen nämlich ziemlich alle Jungs fangen. Dann vertrauen sie uns und geben uns dann ein sehr wichtiges Notizbuch, das wir dann später auch noch brauchen. Wir haben noch vier. Na, wo sind sie? Ach, warte mal, Leute, ich nehme am besten gleich diese Terzteil mit. Ah, ist gar nicht so leicht. Ah, ist ein bisschen Geschicklichkeitsfrage. Ja, das war knapp. Och, Link. Gut, geht vielleicht hier als Deko ein bisschen einfacher. Nee, auch nicht. Na komm. Nee. Ah.
ist denn das? Ach, was willst du? Das kann ich mir auch screen versuchen zu holen. War schon der zweite? Bleib's hier. So, bloß noch drei. Dieses Notizbuch ist vor allem wichtig, wenn ihr vorhabt, alle Masken im Spiel zu finden. Ich habe es auf einem Spielstand mal geschafft, ich glaube es war auf dem anderen Spielstand, alle Masken zu erringen. Aber es war ein ganz schönes Stück Arbeit. Das Spiel hat nämlich viele Mini-Quests, die man nebenbei lösen kann. Und ja, da war die Bank, da können wir jetzt erstmal Geld anlegen. Hallo kleiner Mann, möchtest du denn noch Mini deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht mehr einzahlen. Nichts als besonderen Anlass offensichtlich dir eine spezielle Prämie, je nachdem wie du viel einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine sparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine bei dir tragen kannst. Also womit kann ich den Rubine einzahlen? Na, das brauchen wir jetzt noch nicht, weil wir haben sowieso nur noch 2 Rubine. Wir suchen erstmal die ganzen Kitties hier zusammen. Na, wo ist der zweite? Wo bist du? Ich glaube, hier oben waren noch 2. Ja, da höre ich schon wieder hin. Da oben nämlich. Ich glaube, ich höre da noch einen. Ja, da drüben ist er. Bier stehen. Und noch einer ruhig. So, der ist nämlich da oben. Sieht, wenn er ein Glas kauf nimmt. Voll creepy fand ich das damals immer. So, ja. Jetzt noch den. Dann war es eigentlich auch schon. Oh nein, erwischt. Du hast geschafft. Wie heißt du, Kleiner? Maggie? Also gut, das Hawk hat uns Regeln gebrochen, indem es nur mehr Blödsinn macht. Ab heute ist es raus. Ich mache Rocky zu meinem einem Bomber. Ja, du musst dagegen, oder? Sehr gut. Dies ist das Notizbuch der Bomber. Es enthaltet unsere Regeln. Lern das auswendig. So, in diesem Notizbuch können wir jetzt quasi Quests erfüllen. Also quasi auch Sympathiepunkte sammeln bei den Leuten, soweit ich mich erinnere. Ja, und das könnt ihr euch jetzt nochmal alles durchlesen. Also abpausen. Ganz real kann. Dem keinen Code, ja, den brauchen wir natürlich nicht, weil wir wollen jetzt einfach mal die Stadt verlassen. Denn Tai hat ja gesagt, zu den Sümpfen wollen wir jetzt. Bevor es dahin geht, zeige ich euch mal das super tolle Notizbuch. Ja. Hier werden später die ganzen Sympathiepunkte gespeichert. Hier könnt ihr auch alles nachlesen. Uhrzeit, Dings, bla bla bla, Schleifen und so weiter. Und ich sehe gerade, ich habe ein Bild wieder drin. So ein Shit. Wartet mal kurz. Ja Leute, sorry, aber ich kann Notizbuch leider nicht öffnen, da wenn ich es öffne, grausige Bildfehler entstehen. Und ich leider nicht weiß, woher das kommt. Kann ich es euch leider nicht
erklären. Ich kann euch aber irgendwann mal einen Screenshot machen und euch dann vielleicht erklären. Im extra wieder so. Ja, wir wollten die Stadt verlassen, bitte. Nehme ich über einen von den Wachen. Das war es jetzt nicht. Normalerweise stand ein Wach vor der Tür. Ich glaube, das war hier drüben. Ja, da drüben ist nämlich der Ausgang von Unruhestadt. Es gibt vier Ausgänge, jeweils in der Himmelsrichtung. Stehen geblieben. Hast du da den Berg was zu erledigen? Auch selbst unsinnige Gefahr. Es kann ein Kind nicht erben. Ein Schwert? Ich bitte um Verzeihung, verehrter Herr. Es war falsch von mir, Sie den Kind zu behandeln. Diese Straße kennt Wikibiamia. Bitte seien Sie vorsichtig. Ja gut, das ist nett zu wissen, aber das ist nicht der Weg, wo wir hin wollen. Nein, wir wollten ja in die Sümpfe gehen. Gut, würde ich mal sagen, dann machen wir das auch. So, das müsste der Weg in die Sümpfe sein. Südchen erschreckt die Sümpfe von Dämmerwald. Bitte seien Sie vorsichtig. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Und willkommen in den Ebenen von Termina. Ja, und da wären wir nun. Das ist sozusagen, anstatt Hyrule's Ebene heißen wir die Ebenen von Termina. Und ja, wir sehen schon, da drüben gibt es den Dämmerwald und genau dort wollen wir jetzt hin. So, hier draußen gucken wir uns jetzt noch nicht um. Ich kenne diese Zeichnung. Tai und ich haben es zusammen mit dem Rohrkit gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit einem Freund gestritten. Er hätte mit seinem Freund gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Ist das süß. Das war die Zeit, da war es Hawkett noch gut gewesen, bevor es die Maske gefunden hat. Und frühestens hier merkt man, dass es Hawkett eigentlich gar nicht böse war. Das ist eigentlich ist nur durch die Maske alles passiert. Das ist so. Das hat auch mich nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde. Ja, das ist jetzt der Moment, als er die Maske fand. Und der Fluch. Und
als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte. Ja, eine sehr interessante Geschichte über das Horrorkit. Aber hier endet der Part, Leute. Im nächsten Part geht es dann Richtung Dämmerwald. Ja, und sorry, dass Notizbuch nicht geklappt hat. Werd sehen, was ich da machen lässt. Ja, vielleicht nehme ich da eine Ersatzkarte für. Reservekarte für solche Spezialmissionen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Euer Wacky Lion.